Wechsels bei uns, liebe Zuschauer. Erinnern Sie sich, Werner Brösel mit seinem Red Porsche Killer gegen Freund Holgi mit seinem Porsche. 16 Jahre ist das her. Jetzt endlich gab es die Revanche. Er ist Deutschlands erfolgreichster Comic-Künstler und auch Deutschlands verrücktester Motorrad-Querdenker. Röttger Feldmann alias Brösel. Auch bei der Rennrevanche startet Brösel wieder auf seinem Red Porsche Killer, dem Vierfach-Horex-Monstergeschoss, jedoch mit ein paar kleinen Verbesserungen. 1988 sind wir noch mit Ketten gefahren, da konnten wir auch gar nicht viel üben, da hat sich alles zerschlagen. Jetzt geht's besser, wir haben ein paar Zahnriemen, die machen aber auch noch Probleme, weil die dauernd überreißen. Also diese vier einzelnen Zylinder, die wollen sich immer gerne die Zündfolge vertauschen und wollen sich zu einem riesen Einzylinder vereinigen. Und das ist wirklich schlimm, das zu bändigen. Ich hab mich verschaltet. Das war vor 16 Jahren Grund oder Ausrede für die Niederlage. Damit das nicht wieder passiert, hat sich Brösels Mechaniker, das Genie namens Ölfuß, etwas einfallen lassen. Jetzt sind wir sogar so weit gegangen, dass wir extra für seinen Fuß den Schalthebel richtig ganz genau hingebaut haben. Sein Plattfuß? Nein, er muss sich ganz bestimmte Schuhe anziehen. So, das hier zum Beispiel geht. Und das ist der Gegner, der Porsche von Holgi. Ein 911T Baujahr 67. 240 PS leistet der 2,4 Liter Motor. Ja, der Motor dreht 6500 Umdrehungen. Und das glaubst du doch nur, Holgi. Ja, das ist doch eine Scheißkarre. 6500, das Ding fährt wie ein Sack Nüsse. Ja. Das würde ich euch mal sagen, ich hatte überhaupt keine Angst vor. Angst einflößend sieht dagegen der neue Hobel von Brösels Bruder Andi aus. Gemeinsam mit den Ingenieuren von Dolmar und ContiTech hat er ein unglaubliches Motorrad geschaffen, das auf den Namen Dolmette hört. Das kann ich so in Liederzahlen gar nicht ausdrücken, aber vielleicht 20 Kisten pro Tag, ne, in einer Gruppe von 20 Leuten, wenn man so vereint ist. Bergstoff ist eine sehr gute, Ideenlieferant. Wenn man nämlich nichts trinkt, ne, dann ist man blöd. Die Dolmette hat knapp 2 Liter Hubraum, 170 PS und ein Drehmoment von 400 Newtonmeter. Gegner ist ein Audi AS 400 mit der Rennfahrerin Christina Sura am Lenkrad. Ganze 15 Sekunden dauert dieses Duell mit einer strahlenden Siegerin. Da gibt's nichts. Gegen die Dolmette gibt's nichts einzuwenden. Das ist ein Höllengerät und es hat echt Macht und Kraft. Bloß kommt eben gegen so ein Audi nicht gegen an. AS 400 hat noch ein bisschen mehr Kraft halt. So richtig Power präsentieren auch die Dragster-Renner im Rahmenprogramm. Europameister Gerd Habermann lässt es richtig krachen. Sehr zur Freude der rund 30.000 Fans. Geil, das ist richtig geil. Ich bin zum ersten Mal auf so einem Rennen und es ist richtig geil. Qualen wie bei einem Großbrand gibt es beim Burnout-Weltrekordversuch. 108 Biker verheizen ihre Reifen für das Buch der Rekorde und für ein Lächeln von Brösel. Dann endlich der Start zum Duell. Nach 16 Jahren die Revanche. Der Red Porsche Killer brüllt lautstark seinen Siegeswillen aus den 8 Krümmern. Doch dann das. Nichts geht beim Red Porsche Killer und Holgi brettert alleine los. Fehlersuche bei Brösel und Co. Blöder Affe. Das war das nicht genug Drehzahl oder was? Abgewürgt. Wie kann man sowas abwürgen? Das kann man gar nicht abwürgen. Der Gas geben. Nein, nein, am Gas geben lag es nicht. Auch Start Nummer 2 geht voll in die Hose. Also höchste Konzentration für den letzten Versuch. 10 Meter, das ist die Topweite des Red Porsche Killers. Ja, Leute, das war ganz schön scheiße. Man konnte mit dem Ding gar nicht richtig starten, weil der Lenker war nicht richtig fest. Und irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. Ölfuß hat das ja auch nicht richtig gepeilt eben. Und das ist irgendwie ein technischer Mängel oder menschliches Versagen. Und so muss der Red Porsche Killer in die Box geschoben werden. Ölfuß sucht Gründe für die Niederlage. Wir haben jetzt als Team vielleicht doch zu wenig geübt, so im Allgemeinen. So, und es kommt noch dazu, ich bin nach wie vor von diesem Getriebe nicht überzeugt. Ich habe noch nie ein Getriebe gehabt, was sich so schlecht schalten lässt, auch im intakten Zustand. Und das kann nicht sein.
Das dachten auch die Zuschauer. Aber ein echter Werner-Fan findet Trost. Ja, na gut, dann wischt man sich mal abends die Träne weg, trinkt ein Bier und dann nächsten Tag ist man wieder glücklich. Am Ende kann auch Brösel wieder lachen und mit Holgi Pläne für eine Revanche der Revanche schmieden. Du hast ja jetzt dreimal gewonnen. Ja, da musst du dreimal gewinnen. Hat er schon viermal gewonnen. Er muss viermal gewinnen jetzt.